Es ist soweit. Ihr wollt nie wieder Google nutzen. Kein YouTube oder sonst irgendwas, was irgendwie mit Google zusammenhängt. Natürlich auch nicht Android. Und ihr wollt jetzt irgendwas anderes machen. Keine Ahnung, DuckDuckGo oder Bing oder auf jeden Fall nie wieder Google. Braucht ihr euren Account dann noch? Nö. Also löschen wir jetzt einfach mal euren Google-Account. Besser gesagt, ich lösche meinen. Bis gleich. Willkommen in der Technik-Video-Welt. Ich bin Alpa und heute sprechen wir darüber, wie wir uns ein für alle Mal von Google befreien können. Ist ja gar nicht so schwierig eigentlich, Google-Kontos zu löschen. Versteckt sich natürlich hier in den Einstellungen, zeige ich euch. Aber was macht man eigentlich ohne Google? Ehrlich gesagt bin ich mittlerweile Google voll gewöhnt. Und ich weiß nicht, ich habe auch mal DuckDuckGo und andere benutzt. Aber ehrlich gesagt ist Google doch meiner Ansicht nach die beste Suchmaschine. Aber wir wollen uns jetzt mal lösen von Google. Und deswegen werde ich jetzt einfach mal ein Konto löschen. Wir gehen jetzt einmal auf google.de. und rechts oben auf Anmelden und dann müssen wir uns mit dem besagten Google-Konto anmelden. Ich hatte mir hier mal irgendwann mal ein Konto erstellt für YouTube, das brauche ich aber jetzt nicht mehr und deswegen logge ich mich jetzt einfach mal damit ein und mache das einmal gemeinsam mit euch. So, jetzt steht hier Konto schützen, Telefonnummer für Wiederherstellung und so weiter, egal, ich sage einfach bestätigen, das ist alles in Ordnung, kann bei euch auftauchen, muss aber nicht, Privatsphäre-Check, nein, danke, will ich alles nicht. Ich gehe jetzt mal hier direkt auf mein Google-Konto. Und dann haben wir hier verschiedene Sachen. Datenschutz, Personalisierung, wir schützen Ihr Konto, Speicherplatz und so weiter und so fort. Wir gehen mal auf Daten und Personalisierung verwalten. Und dann gehen wir mal hier etwas weiter runter, immer weiter runter, immer weiter runter. Und irgendwann so ganz dazwischen, ganz unten, sieht man dann hier diesen Punkt Dienst oder Konto löschen. Sie können einen Dienst oder Ihr Konto löschen, wenn Sie den Dienst bzw. das Konto nicht mehr nutzen. Jetzt klicke ich da mal drauf. Und was bedeuten denn die einzelnen Felder? Also das erste Feld Google Dienst entfernen bedeutet, ihr habt ein Google-Konto und habt euch zum Beispiel ein YouTube-Konto dazu erstellt, ein Channel. Und ihr wollt jetzt diesen YouTube-Channel löschen. Dann könnt ihr jetzt hier drüber den Dienst entfernen. Ihr könnt euch einmal die Daten herunterladen, dafür gibt es ja noch ein weiteres Video. Man kann einen Plan für mein Konto festlegen, was man macht, wenn eben zum Beispiel man das Konto mal auf inaktiv schaltet. Und man kann das Konto auch löschen. Ich gehe jetzt mal auf mein Konto löschen und dann muss ich natürlich noch einmal mein Passwort eingeben, damit Google auch wirklich weiß, dass ich das ehrlich bin. So, bitte beachten Sie folgende Informationen. Sie versuchen, Ihr Google-Konto zu löschen, über das Sie auf verschiedene Google-Dienste zugreifen können. Sie haben nach dem Löschen keinen Zugriff mehr auf diese Dienste. Ihr Konto und Ihre Daten werden gelöscht. Sie können Ihre Daten herunterladen, bevor Sie Ihr Konto löschen, das wissen wir. Und wichtig ist, wenn noch Finanztransaktionen für Ihr Konto ausstehen, müssen Sie weiterhin für diese Kosten aufkommen. Also Beispiel, ihr habt zum Beispiel Google AdWords oder sowas, weswegen euch Google Geld berechnet oder beziehungsweise Kosten berechnet. Ja, ich bestätige, dass ich weiterhin für alle auflaufenden Kosten aus ausstehenden Finanztransaktionen aufkommen werde. Das ist klar. Und wichtig, auch meine Einnahmen werden unter bestimmten Umständen nicht ausbezahlt. Ist also lustig, Google, wenn ich mein Konto schließe, will Google noch sein Geld, ich bekomme aber meins nicht mehr. Also das ist ein sehr fairer Deal, nicht? Aber egal, ist nun mal so. Und ja, ich möchte dieses Google-Konto und alle dazugehörigen Daten endgültig löschen. Klicke ich auch mal drauf, sagt dann Google-Konto löschen. Und dann, zack! Ihr Google-Konto und alle zugehörigen Daten wurden gelöscht. Wenn Sie Ihr Google-Konto versehentlich gelöscht haben, haben Sie nur wenig Zeit, um es wiederherzustellen. Also beeilen Sie sich, rufen Sie den Kontosupport auf, bestätigen Sie mithilfe der folgenden Schritte, dass das Konto Ihnen gehört. Was würde eigentlich dann passieren? Ah, Kontowiederherstellung. Und dann könnte ich jetzt hier tatsächlich bei der Kontowiederherstellung meine Zugangsdaten hier wieder eingeben und das Ganze dann wiederherstellen. Ich habe tatsächlich jetzt auch gerade hier eine E-Mail bekommen. Ihr Google-Konto wurde gelöscht und man kann tatsächlich den Zugriff umgehend wiederherstellen, wenn eben tatsächlich irgendjemand aus Versehen oder bewusst euer Google-Konto gelöscht hat. Ihr habt eine Mail bekommen, hey, zack, sofort zurückgehen und das Konto wiederherstellen. So kann man das Google-Konto löschen. Das Ganze ist dann tatsächlich auch für immer weg, außer man stellt das Ganze wieder her. Und ja, das war's dann auch schon für dieses Video. Bis dann, tschüss! Ihr wollt noch mehr wissen rund um iPhone, Android, Amazon und Co.? Gar kein Problem. Ich habe euch hier eine ganze Playlist erstellt. Dort findet ihr alle Videos, die wir überhaupt zu diesen Themen gemacht haben. Ansonsten freuen wir uns über eure Kommentare. Teilt unsere Videos, wenn sie euch gefallen haben. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.